Guten Morgen, Nathalie Kortsch aus der Finca Kankorem. Mit dem langweiligsten und neutralsten Hintergrund der Welt. Das ist eine Rehgipsplatte. Und um in Rehgips eine Schraube reinzuhauen, brauche ich eine Extraschraube. Und jedes Mal, wenn ich denke, ich gehe jetzt diese Schrauben holen, um da ein Bild hinzuhängen, habe ich es schon wieder vergessen. Aber jedes Mal, wenn ich die Tasse mache, sehe ich diese weiße Wand und denke, Schraube holen. Ich habe euch doch von meinen Kissen erzählt, ne? Diesen rosanen Kissen. Ich wollte euch das mal kurz zeigen. Unglaublich, oder? Gab es bei Ikea und jetzt gibt es keine mehr. So, alle bei mir auf dem Sofa. Das ist meine Tasse von heute, eine chinesische Tasse. Und meine Mutter sagte, das ist keine typisch chinesische Tasse, weil da ist kein Gesicht drauf, sondern das sind ganz andere Farben, die man sonst nimmt. Und jetzt habe ich die genommen. Voll machen kann man die nicht. Also ein Kollegenbescheißer ist das auf keinen Fall. So, jetzt sehe ich, dass jemand da ist, aber ich würde dich gern begrüßen. Vielleicht kannst du mir kurz sagen, wer du bist, außer du willst versteckt bleiben. Ich gehe heute nach Palma und treffe meine ukrainische Freundin und habe ein bisschen ach, Hoffnung, Sorge, dass ich all diese Tränen auffangen kann, die da kommen werden. Das wird ein sehr trauriger Besuch, aber so ist das eben. Ich weiß nicht, wie es euch am Wochenende ergangen ist mit irgendwelchen Hilfsaktionen oder Fernsehgucken oder sich komplett davon fernhalten. Hallo Mario, no te conozco, buenos dias. Ja, ich wollte euch eine schöne Geschichte erzählen, eine süße Geschichte. Die hab ich schon mal erzählt am Anfang, als ich die Tasse gemacht habe. Aber da ja jetzt auch neue Leute hören, kann ich ja diese Geschichte noch mal erzählen. Da geht es um Sprache. Es geht ums Küssen und um Sprache. Und zwar war ich ganze 13 Jahre alt und habe in Italien Urlaub gemacht. Und da gab es diesen wunderbaren, hallo Dani, da gab es diesen wunderbaren, sehr gut aussehenden Carlos. Carlos war für einen Italiener unfassbar groß, der war irgendwie 1,85. Und Carlos war, glaube ich, 16 oder 17. Oliver, vielleicht kennst du die Geschichte, die ich erzähle. Ich erzähle gerade meine Geschichte nochmal, weil die einfach so nett ist. Und Carlos war so ein ganz hübscher Kerl, der hatte ganz viele Locken. Ich 13, ganz lange blonde Haare. Und ein nettes, hübsches Mädchen, ne? Deutsches Mädchen. Und hallo Heidrun, good morning Lisa. Und ich habe mich dann in Carlos verliebt, wie man sich eben verliebt, wenn man im Urlaub ist in Italien, in Viareggio. Und Carlos rannte irgendwie 1,5 Wochen hinter mir her und sagte immer, donne-moi un baiser. Also das wäre Französisch und das würde dann heißen, gib mir einen Kuss. Und donne-moi un baiser, wir sprachen halt auf Französisch, weil das hatte ich dann schon in der Schule, das konnte ich so ein bisschen, habe ich verstanden. Also gib mir, aber un baiser habe ich nicht verstanden. Und ich kannte aber von unserem Supermarkt aus Köln-Delbrück, der Stüsken, kannte ich das Wort baiser. Und zwar gab es die in grün, in weiß und in rosa und in hellblau. In den 80ern. Und das waren solche Merengue-Teilchen, ja, so ganz, ganz hartes Eiweiß. Und die hießen Baisers. Naja, und ich hatte ja keine Ahnung. Und dann haben die halt verkauft. Und ich sitze in Italien und dieser arme italienische Typ sagt immer zu mir, Don Juan Baiser. Und ich immer, hier ist doch kein Stüsken. Hier ist doch kein Stößke, woher soll ich denn jetzt ein Baiser nehmen? Und der ist ganz verzweifelt und hat er immer gemacht. Und ich habe das nicht verstanden, weil ich war 13. Ich habe gedacht, was will der von mir? Ja, bis wir dann ein Wörterbuch organisiert haben, da gab es ja kein Handy und gar nichts. Dann haben wir ein Wörterbuch gefunden, haben danach geguckt und ich habe gedacht, um Gottes Willen, der arme Kerl, der ist verrückt geworden nach 1,5 Wochen. Jetzt wäre natürlich noch die Frage zu beantworten, ob ich ihn geküsst habe oder nicht. Ja, und im Rahmen des Namens Stüsken kann ich direkt noch hinterher schieben. Buenos dias, Juanan, Juan, ¿no? Once y media en español. Kann ich direkt nochmal hinterher schieben. Und ich habe so eine kleine Phase gehabt, da habe ich so ein bisschen geklaut. Ne? Also so ein bisschen so. Aber nicht viel, wirklich nicht viel. Das hat man ja wahrscheinlich jeder mal gemacht oder auch nicht. Also ich habe auf jeden Fall ein bisschen geklaut. Da war ich so 11, 12 und wollte im Stüsken unbedingt ein Eis haben. Und dann habe ich mir ein Eis geklaut für 1 Mark.
Für ganze 1 Mark habe ich mir ein Eis geklaut. Bin aber mit anderen Sachen an die Kasse gegangen, als wäre ich so ein Superprofi, ne? Gott, wie blöd. Und dann habe ich meine anderen Sachen bezahlt und hätte ja das Eis auch bezahlen können. Aber das war wie so ein alberner Kick, wie so eine Mutprobe, ne? Die anderen Mädchen haben draußen gestanden, haben mich reingeschickt und gesagt, mach mal. Ja, und dann habe ich dieses Eis tatsächlich geklaut, bin aber nicht über die Kasse gekommen, weil dann die Frau in der Kasse sagte, Tasche aufmachen und das war's. Da war dann mein geklautes Eis drin für 1 Mark. Dann haben die mich hinten richtig abgeführt, wie so ein Schwerverbrecher. Hinten in die Räume, wo dann die Sekretärin war oder die Mitarbeiter vom Supermarkt, haben mich da hingesetzt und ich habe geheult. Ich bin für sowas überhaupt nicht geschaffen. Ich habe geheult, ich habe geheult. Und dann haben die gesagt, ja, entweder rufen wir jetzt die Polizei, die wollten mir natürlich totale Angst machen, ne? Oder wir rufen die Mutter. Dann habe ich mich aber für die Mutter entschieden. Vor der Polizei hatte ich mehr Angst. Ja, und dann haben die mich abgeholt. Also die Mama hat mich dann abgeholt. Und dann gab es natürlich Schimpfe, ist ja klar. War alles im Bereich des. Also die haben mich nicht sofort in eine Besserungsanstalt geschickt. Und dann hat aber der Supermarkt zu mir gesagt: Du hast hier Hausverbot. Du darfst nie wieder in Stüssken. Nie wieder. Ach Gottchen, dann bin ich ja nie wieder in Stüssken gegangen. Wenn einer gesagt hat: Geh mal zum Stüssken, hol was, war ich sofort wieder weg. Und habe gesagt, nee, mache ich nicht, ich gehe zum Aldi oder zum Rewe oder zu allen anderen, nur nicht zu diesem blöden Stüsschen. Und Jahre später dann, als man dann schon wirklich nicht mehr sagen konnte, das ist irgendwie die kleine Natalie mit 11, als ich schon 25 war oder sowas, hat die Mutter gesagt, dann gehst du mal zum Stüsschen, habe ich immer noch gesagt, nein, ich gehe nicht zum Stüsschen, die erkennen mich. Guck mal, wie abgefahren. Ich bin da nie wieder reingegangen. Nie wieder. Ja, das war meine Geschichte für Montag. Also kein Eisklauen für einen Markt, lohnt sich nicht. Und ein paar mehr Vokabeln lernen, wenn man in Urlaub fährt, ist irgendwie auch gut. Meine Tasse von heute ist diese hier. Ich wünsche euch eine schöne, schöne Woche. Wetter ist nicht so gut, aber das hat damit zu tun, weil mein englischer Freund oder irisch-englischer Freund Sean gekommen ist. Immer wenn er kommt, regnet es. Also in 3 Wochen könnt ihr davon ausgehen, dass wieder die Sonne scheint. Ich wünsche euch einen schönen Montag. Ja. Tschüss.